Hey und willkommen zu Yoshi's Woolly World. So, wir müssen jetzt das letzte Ding hier reinpratschen. Bjeng! Die ganzen Teile sind eigentlich recht offensichtlich gewesen, weil die ganze Zeit über, ihr seht ja die Symbole hier, die sieht man in den entsprechenden Abschnitten so voll fett im Hintergrund und mir ist das nicht aufgefallen. Ist schon ein bisschen lächerlich, vor allem habe ich die Speicherpunkte jetzt natürlich auch sehr great gesetzt, wenn ich keins von den Teilen aktiviert hatte. Ja, wird dann wieder spaßig, wenn ich sterbe. Offensichtlich. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir echt viel von dem Zeug eingesammelt. Uns fehlt halt nur ein so ein Ding. Aber das geht ja dann trotzdem noch ganz gut. Und die Mugge ist cool. Aber die war auch letztens cool mit Kamek noch. Weil das war echt ziemlich stylisch. Das hat sich die ganze Zeit so voll nach Abenteuer und so einer Shit angehört. Aua. Blödian. Du hast mir wehgetan. Was soll denn das? Bjing. Heavy. Hä? Ich dachte, ich kann ihm auf den Kopf pratschen. Ich nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das verwundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Weil sonst ist das irgendwie typisch so, dass man dem auf den Kopf pratschen muss. Hallo? Moment. Muss ich den vielleicht mit dem Zeug aktivieren? Das ist natürlich jetzt übrigens auch total super hiermit. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Muss ich einfach nur bis zum Ende schaffen? Ich glaube ja. Das ist jetzt natürlich super, weil ich habe mich so oft treffen lassen. Jetzt werde ich wahrscheinlich direkt erstmal sterben. Und ich habe ja meines eigenen Save-Punkte total super gesetzt. Oh, zum Glück ist da noch einer. Boah, da wäre ich ja echt mega am Arsch gewesen, wenn das so mega scheiße gesetzt wird. Und ich glaube, so krass hat einen ein Save-Point noch nie geheilt. Also es ist zumindest sonst nie so. Warum gehe ich einfach weiter? Ich habe sowieso fast alle Sachen eingesammelt. Und es ist nicht so, dass da jetzt noch irgendwas Großartiges kommen könnte. Deswegen war es irgendwie voll unnötig zu gucken. Aber ich habe es trotzdem gemacht. So. Gut, dann müssen wir nämlich jetzt noch das letzte hier schaffen. Das ist nämlich das richtige Beetle. Das Kamek, warum ist er nicht hier? Verwirrtes, dummes Kind, ey. Vor allem so ein pinkes Kinderzimmer. Voll gejagt. Junger Herr Bowser, ich bin hier. Keine Sorge, kein Grund zum Schreien. Du bist zu spät dran. Viel zu spät. Was hast du gemacht? Gib mir wie die Wolle. Ich will mit dieser Wolle ein großes Schloss bauen. Für mich ganz alleine. Boah, voll das Agro-Kind, oh mein Gott. What's going on? Hä? Wer bist du denn? Die Wolle gehört mir, 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 mir. Junge, Herr Bowser, lass mich euch helfen. Toll, jetzt battlen die so heftig krass. Oh mein Gott, da bin ich ja echt mal gespannt, wie das Muster so sein wird. Hi. Guck mal, ich... Wow! Ich bin einfach so anschlänge, so... Na, sexy boy. Jips. Hä? Ich weiß nicht, muss ich den schon angreifen oder so? Ich denke mal nicht. What is happening? I don't quite get it. Muss ich vielleicht jetzt irgendwann angreifen? Nein, das war keine gute Gelegenheit. Ah, boah, wie scheiße ich bin. Das ist ja unglaublich. What? Ist das ja eigentlich... Nein, stopp. Warum bin ich gerade so doof? Das ist ja eigentlich ganz okay, aber ich glaube, das kann nicht der Bosskampf an sich sein, weil das wäre irgendwie noch ein bisschen sehr easy. What? Oh mein Gott. Ist das heftig und krass. Ich kann ja überhaupt nicht ausweichen, weil es so heftig und krass ist. Oh mein Gott. Fette Shit. Ja gut, das ist schon fette Shit, aber dem kann man trotzdem voll leicht ausweichen. Nein. Oh, Blödian. Oh. Oh, ich schieße aber auch. Ja, pff. Ich bin so gut. Wie der mir jedes Mal ins Gesicht fällt. What is happening? So, geht doch. Bjing. Trotzdem 3 Jahre später voll schlecht gemacht, ey. Also, nee, das hätte ich schon viel besser hinkriegen können. Vor allem, weil der Kampf halt echt nicht schwer ist. Der ist nicht schwer, weil das Muster total leicht zu durchschauen ist eigentlich. Aber ich habe am Anfang nicht wirklich gecheckt, wann der jetzt angreift und so. Und deswegen ist es natürlich ein bisschen problematisch erstmal gewesen. Watch. Oha. Hallo, Fatwans. Es ist... Oh mein Gott, ich stehe an der scheiß Stelle. Ja, gut, jetzt ist der schon ein bisschen mehr Hype, aber man kriegt es trotzdem ganz gut hin. Jetzt sag nicht, das ist das letzte Mal. Das wäre... What? Das soll der Boss gewesen sein. Ich dachte, jetzt stirbt er so halb ab und dann kommt er... Oh yeah, ich habe noch 30.000 Formen, wie das sonst immer ist. Junge Herr, seid mir wohl auf, Yoshi, wie konntest du nur... Moment, mir kommt da eine Idee. Ah ja, ich wollte schon sagen, das wäre ein bisschen sehr low gewesen. Mit der Macht dieser Wolle könnte ich... Oh, das ist perfekt. Oh, jetzt wird er so mega fett, heftig, krass, geil. Oh mein Gott. Yeah, mega fett, heftig, krass, geil. Das ist der Fachterminus dafür zu dem, was er wird. Na nun, was passiert denn jetzt? Er hat es nicht mehr unter Kontrolle. Oh mein Gott, ist der fett. Und dieser Ladebildschirm, der erinnert mich immer voll an Paper Mario. Keine Ahnung, warum. Aber it is so. Ja. Come on. Los, das... Was? Ist es ein Arsch? Das sieht aus wie ein Arsch. Aber das hatte so ein paar mehr Ecken, deswegen sah es eher aus wie ein Apfel oder so. Aber er sah aus wie ein Arsch.
Jetzt bin ich sauer. Oh mein Gott. Fette Shit. What? Der jongliert da jetzt so mit. Was? Hey, wofür ist das denn? Jing. Hä? Was muss ich jetzt genau machen? Bestimmt muss ich irgendwas mit dem Bällen hier machen, oder? Aber was? Wäre jetzt die Frage. Ah, warte. Ah, hier ist so ein Garn-Ding irgendwie. Ach, muss ich einfach... Ah, muss ich einfach mitnehmen, oder wie? Oh ja, muss ich scheinbar. Okay. Yeps. Ich denke mal, man muss die eigentlich nur wegnehmen, weil ich wüsste nicht, was ich sonst damit machen soll. Oder muss ich denn damit angreifen? Ah, doch, klar, man muss den angreifen. Ah, guck mal, man muss die Dinger wegmachen. What? Oh, ich stehe hier natürlich sehr günstig mal wieder. Okay, ich glaube, ich werde sterben. Also, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Hilfe. Ah, das war ein bisschen doof. So, weil jetzt können wir die Hinteren auch treffen, wenn er nicht so, sich nicht so schnell dreht. Hey, guck mal. Ah, gut, okay. Ich verstehe es doch ein bisschen gut. Ich dachte schon so, hä? Muss ich einfach nur wegnehmen? Die ist ja voll langweilig und blöd. Okay, ich gehe mal ein bisschen weg. Hey, Mami, so afraid of dying. So, kommt ihr bitte mit euren Teilen mal wieder? Vielleicht? Irgendwann? Ne? Das war ein bisschen scheiße. Oh Gott, Hilfe. What? Die sammeln sich hier ja voll. Ist das normal? Soll das so sein? Oh Gott, das sieht so aus, als ob der fast weinen würde. Die Tränen so an den Augen, ey. Voll süß irgendwie. So, Jing. Nein. Stopp. Hey, warum kann ich die denn jetzt wieder nicht nehmen? Kann mir erstmal jemand erklären? Hey, warum zeigt er meinen Finger auf mich? Weil ich so cool bin. Ich weiß. Offensichtlich. So. Nein, 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 stopp. Oh, pff. Mami. So, da. Voll daneben. Okay, ich geh mal auf die andere Seite. So, weil ich musste nicht immer direkt vor meiner Fresse stehen haben. Ich finde den jetzt nicht so hübsch. Ist jetzt nicht die Beauty Queen schlechthin. So, ich könnte das aber eigentlich ganz gut schaffen. Also momentan sieht es schon ganz gut aus. Ja, glotzt doch nicht so doof. Oh mein Gott, Fitch halt nicht so cool. So, nein. Ah, Hilfe. Da ist noch eine weg. Okay, eigentlich ist nur noch die letzte da, wenn ich das richtig sehe, oder? Oder muss ich noch irgendwas mega Specialiges machen? Ich weiß es nicht. Hä? So. Ah, yes, was das? Was ist wirklich? Das könnte ja eigentlich ganz gut sein. Also den Kampf fand ich jetzt ganz cool. Also das davor fand ich ein bisschen lächerlich, weil das schon echt leicht zu durchschauen war. Das war jetzt auch nicht schwer oder so, weil man so in, keine Ahnung, Bedrängnis geraten ist. Aber es war cool gemacht, fand ich. Auch weil man eher so einen anderen Zoom hatte, weil sonst konnte man ja anders schießen. Und jetzt halt so wirklich frontal, fand ich ein bisschen cool. Okay. Bing. Yeah. Oh yes, neuer Yoshi, wee. Meine Freunde sind wieder da. Cute. Oh, ich habe euch alle befreit. So süß, warum geht der so lahmarschig? Warum fickt doch deine Arsch, ey? Was? Oh, der liegt da voll traurig. Und wie so, oh mein Gott, wir treten jetzt noch auf dich ein. Wie könnt ihr dem jungen Herrn so etwas antun? Ja, hallo, der war auch voll die Assi-Bitch. Guck dich mal an. Guck dich mal an. Dafür werdet ihr ihn irgendwann noch bezahlen. Oh, ist es gerade eine Ankündigung gewesen? Vor allem dieses irgendwann. So in 10 Jahren könnte vielleicht ein neuer Teil kommen. Und so kehren die Yoshis zurück auf ihre endlich wieder friedliche Insel. Haha, Quengelkind, bist voll verwöhnt, hast nichts anderes verdient. Hoffentlich denkt Baby Bowser darüber nach, was er angestellt hat. Ja, eigentlich war das ja Kamek, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich hat Kamek dem ja die ganze Scheiße benutzt. Oh, jetzt ist er leider hingefallen. Wegen dem cuten Hund. Das war's wert. Nee, keine Ahnung, irgendwie. Ein bisschen komisch. Also, der war das doch eigentlich nicht schuld. Weil es war ja eher Kamek. Weil der hat dir so gesagt, so, ich klaue die jetzt alle für dich. Oh, das ist ja süß. Oh, ich liebe diese Endbildschirme. Das ist nicht bei jedem Spiel, aber das ist mega cute. Das gibt's bei manchen Spielen, das war ja auch bei dem letzten Kirby-Spiel, glaube ich. Und das war mega cute. Vor allem das Tagebuch in Kirby war ja auch super cute. Ja, toll, jetzt sind die gratis, jetzt wo ich jedes Level gespielt habe. So. Also natürlich kommen jetzt noch die S-Level, also es ist noch nicht zu Ende. Und ja, ich bin schon gespannt, wie es so weitergeht. Ich darf jetzt erstmal vervollständigen, weil ich habe, glaube ich, die ersten 3 Welten vollständig. Also die Level, also ich werde euch natürlich eins jetzt auf jeden Fall noch zeigen. Das werde ich nämlich jetzt noch spielen und dann ist das Let's Play auch zu Ende. Also ich spiele jetzt noch die ganzen Bonus-Shitties. Die werde ich auch im normalen Modus spielen, bewusst, weil ich die in dem Modus schaffen will, weil das sind wirklich schwierige Levels, das werdet ihr jetzt aber auch sehen. Ja, und ich möchte das eben gerne im klassischen Modus schaffen. Ich werde nicht versuchen, alles einzusammeln im klassischen Modus, weil die Level so schon scheiße schwer sind. Also bei den meisten ist es auch ziemlich schwer, wirklich alles einzusammeln. Hier habe ich es halt schon gemacht, aber das habe ich ja vorher schon gesagt, dass ich das machen würde.
was ist denn ganz sinnvoll bei dem Level? Wir können ja auch mal so richtig abgedriftete Scheiße jetzt probieren, weil das sind ja die letzten... Ja, du kannst dich in Abgründen schützen. Das ist bei dem Level sehr nützlich, weil hier sind so scheiße viele Abgründe. Ich will mal sehen, was dann passiert, ob ich dann einfach hochgeschleudert werde oder wie das funktioniert. Es gibt trotzdem noch sehr viel Potenzial, getroffen zu werden. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt mega leicht ist, nur weil ich nicht in Abgründe fallen kann. Es wird schon erleichtert, kann ich mir gut denken, weil das Level sonst an sich ziemlich eklig ist, aber... ja, passt. So, ich probiere das jetzt gleich mal aus, wenn ich hier das gemacht habe. Oh, also ich habe das schon ein paar Mal gespielt, weil ich erst versucht habe, das Level so zu schaffen. Aber das ist echt viel zu schwer gewesen. also mit der ganzen Bonus-Shit-Kacke vor allem. So, gebt mir euch alle. Ich mag euch sehr. So, hier geht's ja noch gerade. Also ich meine, ihr seht ja gerade noch, ist noch schaffbar, aber... Es wird noch assiger, shittiger und so. Ich will unbedingt mal was probieren, was passiert, wenn ich jetzt in den Abgrund fliege. Aber ich glaube, ich warte erst, bis der Moment kommt, wo ich wirklich in den Abgrund fliegen würde. What? Hilfe, wie die sich alle ansammeln hier. Nein. Oh, nein. Das ist natürlich beschissen an dieser Stelle immer. So. Aua. Ist so ein Bitch. Vor allem kriegt man, glaube ich, gar keine Heilungssachen mehr hier. Und das ist schon ziemlich heftig. Kommt jetzt irgendeine Pflanze? Nein. Okay, gut. Ich dachte, jetzt kommt schon so eine Assi-Bitch wieder, die mich angreift. Ich kann auch währenddessen schon mal ein bisschen was zum Spiel sagen, weil ich habe ja, glaube ich, bisher noch gar nichts gesagt. Oh Gott, ihr habt mich fast gegessen. Ich muss nämlich sagen, ich fand es insgesamt was ein sehr schönes Spiel. Und das, obwohl ich es überhaupt nicht erwartet hätte. Das ist eigentlich das, was mich am meisten flasht daran. Weil ich fand es so richtig gut. Es hat mir so gut gefallen. Und das, obwohl ich noch gar nicht wusste, dass es so cool sein würde. Also ich habe ja vorher... Oh, scheiße. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Ich habe vorher ja noch nie richtig ein Yoshi-Spiel... Moment, jetzt können wir es ausprobieren. Oh, cool. Wow, das ist nice. Hey. Ich habe vorher halt noch nie so richtig ein Yoshi-Spiel gespielt. Kann ich hier rein? Ja, kann ich. Und ich bin auch nicht mit so krassen Erwartungen rangegangen. Also nicht so von wegen, oh mein Gott. Wirklich. Jetzt kann ich wieder ganz von vorne anfangen. Yes! also nicht so von wegen, oh mein Gott, das wird das krasseste Spiel ever on the world, wie vielleicht andere rangegangen sind, die vorher schon mal Yoshi-Spiele gespielt haben. Ich habe es halt nie gemacht so richtig und ich habe jetzt auch nicht erwartet, oh mein Gott, das wird die heftigste Scheiße ever. Ich freue mich so krass und so. Aber ja, ich dachte mir so, ja, neues Jump'n'Run, interessant, weil ich spiele sonst eigentlich fast nur Mario Jump'n'Runs und die sind natürlich echt unschlagbar, muss ich einfach sagen, weil ich liebe Mario und es gibt kein Spiel, was mir wirklich mehr Spaß macht, als die ganzen Mario-Spiele, die ich sonst immer spiele. Sonst würde ich sie natürlich nicht spielen und vor allem auch Let's Playen, weil ich habe ja so viele Mario-Spiele Let's Play. Das ist schon krass. Also einfach, weil die mega Spaß machen, mache ich das natürlich. Ich mache es ja nicht so, gibt viele Feuds, mache ich jetzt. Und so. Weil das ist natürlich auch doof, wenn man weiß, dass man keinen Spaß dran hat und es dann trotzdem einfach spielt, nur wegen Views oder so. Das ist ja shit. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so mega das krasse Spiel wird. Deswegen war es eine echt angenehme Überraschung für mich, weil ich nicht gedacht hätte, dass es so krass heftig geil werden würde. Weil mir gefällt es echt richtig gut. Ich finde vor allem, was ich am allerbesten an diesem Spiel finde, ist wirklich die ganze Abwechslung, die einem hier geboten wird. Weil es gibt so viele Möglichkeiten und... Und irgendwie ist für jeden einfach immer was dabei. Weil du gehst in ein Level und hast keine Erwartung. Du denkst so, ja okay, es kommt jetzt ein neues Level und so. Und bei Mario ist es meistens so, du spielst halt ein Level und das macht einfach Spaß, weil es vom Gameplay cool ist und vom Leveldesign und insgesamt allem. Aber bei Yoshi ist es so, du spielst das Level und denkst dir so, oh ja, wird bestimmt ein cooles Level. Und dann spielst du es und du kriegst einfach in jedem Level was Neues hingesetzt. Und das ist so toll. Ich liebe das einfach an dem Spiel, weil es sich wirklich bemüht, die ganze Zeit irgendwas Neues zu machen, was vorher noch nicht so da gewesen ist. Und das finde ich voll toll. Und selbst wenn neue Ideen, also wenn alte Ideen wieder eingebracht werden, dann wird das immer so innovativ umgesetzt, dass man trotzdem denkt, das wäre was ganz Neues. Und das ist total toll gemacht. Ich finde das richtig schön. Ich muss sagen, ich finde auch die Sachen cool, die man alle zusätzlich einsammeln kann. Mich persönlich motiviert das sehr, weiterzuspielen. Vor allem, weil es auch diese S-Level gibt eben, bei denen man ja eben alles aus der, also zumindest alle Blumen aus der Welt sammeln muss, weil das ist dann noch so ein zusätzlicher Anreiz, so von wegen, yeah, wenn du noch mehr Blumen einsammelst, dann kriegst du Special Level und dann hast du noch mehr Spielspaß und so. Und das finde ich echt super daran. Ich muss sagen, die Stempel sind zu viel für mich, ich brauche die nicht unbedingt. Das ist was, was mich nervt und was auch nicht wirklich einen Anreiz bietet. Aber die Plüsch-Yoshis finde ich schon ganz cool, die sind zwar auch nicht nötig, aber... Die sind eben schon ganz nett irgendwie. Und man denkt sich so, ja, cool, dass es die gibt und so. Also das ist schon was Angenehmes, finde ich. Also der Rest, die Stempel, wie gesagt, finde ich eigentlich
recht unnötig und die braucht irgendwie kein Mensch. Ah, Moment, ich muss es hier hingeben, ne? Ja, genau so war das. Es ist ein gemeines Level, das werdet ihr gleich sehen, aber naja. Hilfe. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Oh, Hilfe. So, weil dann kommt der Schlüssel und dann können wir erst weiter. Yeah. was will ich jetzt nochmal sagen? Ja, also insgesamt war es ein super Spiel. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe das einfach nicht erwartet. Das ist das Schönste daran. Wenn man einfach ein Spiel spielt, von dem man denkt, ja, wird bestimmt ganz cool, aber von dem man nicht erwartet, so, boah, ja, das wird jetzt das Spiel des Jahres oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob es für mich das Spiel des Jahres sein wird, weil das Jahr natürlich noch nicht zu Ende ist und es auch noch viele andere interessante Spiele gab in diesem Jahr. Aber es hat mir echt super gut gefallen und das hätte ich jetzt so überhaupt nicht erwartet und das ist schon eine Sache, die mich ziemlich flasht bei diesem Spiel und das finde ich echt cool. Kannst du dich bitte hier bewegen? Das war doof von mir, weil ich muss irgendwie rüberkicken. Nein. Das war blöd. Geh weiter. Nein, das war scheiße. So, come on. Beweg dein Popo. Spring schneller. Hab keine Zeit für die Scheiße. Oh mein Gott. Business. Ich hab keine Zeit für sowas. Oh mein Gott. So, hier steht er schon mal gut. Dann kann ich ihn hier reinwerfen. Nein, das wollte ich nicht. Das war irgendwie doof. Weil gleich kann ich wieder von vorne anfangen. Ich sehe es schon kommen. Okay, komm rüber. Und bjing. Ach, das war irgendwie doof. Weil nein, das ist doof. Das ist fucking doof, was ich gerade mache. Weil ich habe ihn genau... Oh Gott, wenn er mich nicht nochmal trifft, dann bin ich am Anus-Popo. So, das ist jetzt auch wieder doof, weil ich fast keine Zeit habe, hier irgendwas zu machen. Aber egal. YOLO YOLO, Zwecker Zwecker. Nein. Ah, oh, was? Voll die sneaky Aktion, wieder mir richtig in die Fresse gehauen. Und jetzt mach ich bitte nicht wieder dieselbe Scheiße. Dankeschön. Okay, so, das hätten wir geschafft. Hilfe. Ah, gut. Gut vor allem. Und ich wäre gerade fast wieder in die Stacheln gesprungen, habt ihr es gesehen? Richtig gut, weil dann hätte ich wieder von vorne anfangen können. Ja, habe ich total Lust drauf. Ja, man merkt es mir an, auf jeden Fall. Okay, gut. Das ging ja echt noch einigermaßen, aber ich glaube, jetzt kommt die fette Scheiße oder kommt noch was anderes dazwischen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kommt noch fettere Scheiße? Ne, das ist die größte, fetteste Scheiße on the world, wirklich. Ich sag's euch. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Weil man muss dieses Ding die ganze Zeit hier drauf... Und man tötet es halt selber immer. Das ist auch die größte Shit, weil man braucht das ja nachher noch. Also kann man sich nicht leisten, das zu töten. So. Das Beste ist, dann so ein bisschen rumzutänzeln. Und nochmal warten. Und... Nein, das war wieder dumm. Seht ihr? Guck, weil das muss halt ganz unten sein, damit man das wirklich so schafft. Und das ist echt eklig. Ich muss mal schauen, ob ich das wirklich hinkriege. Ich bin mir nämlich noch nicht sicher, ob das jetzt zeitlich hinhaut, aber... Vielleicht schaffen wir es. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht aber doch. Und das ist schon beschissen. Was? Der lebt noch? Ist mir eigentlich scheißegal, ob der lebt oder nicht. Es wird eh ein neuer kommen, also... Ich habe schon für Ersatz gesorgt. Oh. Ich warte nochmal. Und... Jetzt! Das ist eigentlich die gemeinste Stelle. Vor allem, wenn man hier rüber muss. Guckt euch doch mal diese Scheiße an, ey. Ich komme da nicht drauf klar. Das Schöne ist jetzt, dass er hier noch steht. Aber das ist nicht immer der Fall, weil manchmal ist auch alles total scheiße. Und dann hasst man sein Leben und möchte sterben. So, jetzt aber. Jips und jips und jips und jips. Und eins und zwei und drei und vier. Vor allem auf der Plattform ist es ja voll fies, weil es hier einfach mega eng ist. Nein, stopp. Oh Gott, I hate you so much. Why are you so ugly? So. Okay, jetzt muss ich auch nochmal warten, weil jetzt kommt auch nochmal was ziemlich Fieses, was auch echt eklig ist. So. Okay. Und hier kommst du mal rüber. Und dann gehen wir hier rüber. Und dann gehen wir zusammen hier hin. Und dann müssen wir es eigentlich schon geschafft haben. Weil jetzt kommt nicht mehr die fiese Shit, weil der muss jetzt hier rein. Aua! Boah, wenn ich jetzt auf dem lande und der tot ist, ne, dann reg ich mich auf. Dann reg ich mich sehr auf. Okay, wir haben es geschafft. Boah, zum Glück, ey. Das war aber echt nervige Scheiße. Aber ich habe hier auch schon viel kürzer gebraucht, als ich das beim ersten Mal gespielt habe. Da habe ich so lange für diese Scheiße gebraucht. Und ich habe telefoniert und habe mich die ganze Zeit aufgeregt. So, boah, was ist das für eine Scheiße? Oh mein Gott, I hate it so much. Please die. Bla, bla, bla. Boah, nee. Das war echt sehr, sehr nervig. Oh, okay, aber wir haben es jetzt geschafft. Alles ist gut. Glaube ich zumindest. Oder kann man noch in den Abgrund fallen? Vielleicht falle ich noch in den Abgrund. Mal schauen, wie ich gerade drauf bin. Okay, gut. Dann hätten wir es
geschafft. Und ja, dann sehen wir uns doch die anderen Secret Level an in den nächsten Parts. Ich hoffe, ich habe das bis dahin schön vervollständigt schon alles. Yay, das wird ein Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch bis jetzt gefallen hat, was ihr so vom Spiel haltet. Wollt ihr es euch selber kaufen? Ich finde es eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Und ich würde auf jeden Fall eine Kaufempfehlung geben. Also sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye!